Ich stehe auf der Berlin-Premiere zu Twilight's Breaking Dawn Part 2 im Sony Center. Die Fans sind schon ganz aufgeregt und wir zeigen euch jetzt, was auf der Premiere so abgeht. Wenn du könntest, wärst du dann ein Vampir? Ich versuche jeden Morgen als Vampir aufzustehen, aber es funktioniert nicht. Ich beiß auch immer in meinen Mann rein, aber das passiert nichts. Das Ding ist mit Vampiren, die leben für immer. Und das wäre ein schönes Gefühl für mich, dass man nie alt werdet, ne? Und dass man wirklich dann die Möglichkeit hat, so viele Jahre zu genießen. Weißt du, ich finde, das Leben ist zu kurz und alles geht zu schnell vorbei. Und dafür, ich versuche wirklich jeden Tag zu genießen, wie ich eine Vampire wäre. Ne? Also so blass bin ich auf jeden Fall mal. Das passt, aber ich wäre nicht gern ein Vampir. Also ich wäre lieber ein Werwolf. Die sind süßer. Könnt ihr uns beide erzählen, was so besonders ist an Twilight? Woher der Hype kommt? Romeo und Julia, modern. Hätte ich jetzt so ähnlich gesagt, ich hätte gesagt, Mädchen mögen es, wenn man um sie kämpft. Ich denke, das, das trifft ist so, gleich ja, das Grundding. Summer is really cool, and I never understand why we never do these in the summer. It's so unfair. What's the best about Twilight? Why the hype? You know, I don't really, I mean, trust me, I love the franchise too, but it's tough to pinpoint exactly what it is. I gotta give the credit to the characters that Stephenie Meyer created in the books. I mean, that's what the fans originally fell in love with. No, I'm going straight into doing a bunch of movies next year. I'm doing a movie called The Rover with Guy Pearce, and then working with Werner Herzog afterwards. Mittlerweile ist sie wirklich jeder heiser und deswegen ist es für euch jetzt an der Zeit, in den Film reinzuschauen.